Du kannst nun mit dem Ausarbeiten der Ferse warten, bis du ganz fertig bist. Also du kannst sie ganz fertig stricken und danach die Ferse arbeiten. Ich mache das jetzt zwischendurch. Du kannst es auch zwischendurch machen, wenn du möchtest, damit du nicht so lange warten musst. Wir haben hier einen Markierfaden eingezogen oder einen Trennfaden, wenn du so möchtest. Und du solltest nun, um entlang dieses Trennfadens Maschen aufzunehmen, solltest du zu dünneren Nadeln greifen. Ich habe hier, ich nehme da jetzt die Dreiernadeln, können auch noch dünner sein. Und ich habe es dir schon bei der nachträglichen Ferse gezeigt. Ich gehe jetzt mal näher heran, damit du sehr genau siehst, was ich tue. Du hast nun, wir haben ja vor und nach dem Markierfaden, haben wir rechte Maschen gestrickt, oben und unten. Und das heißt, an diesen rechten Maschen, da nehmen wir nun jeweils ein Beinchen auf die Nadel. Und du nimmst entweder immer, du hast so ein V unter jedem V des Markierfadens, dieses V zeichnet eine Masche sozusagen, und darunter hast du wieder ein V, das ist die Reihe darunter. Und du nimmst entweder immer die rechten Maschenbeinchen auf die Nadel oder immer die linken. Die liegen dann, das bedeutet dann einfach, dass die Maschen in der richtigen Richtung auf der Nadel liegen oder verdreht auf der Nadel liegen. Das ist ganz egal, du strickst es dann einfach entsprechend ab. Und ich, nachdem ich mir nie merke, ob die Maschen richtig liegen, mit den linken Beinchen oder mit den rechten Beinchen. Ich würde jetzt eigentlich eher meinen, mit den linken Beinchen. Ja? Na, ich nehme einfach die rechten Beinchen jetzt einmal. Und wir werden dann einfach sehen, ob sie richtig oder falsch auf der Nadel liegen. Also immer das rechte Beinchen von jedem V, das du hier siehst. Schau, dass du dich nicht irrst. Es ist aber nicht schwierig. Und die dünnere Nadel hilft natürlich, dass du da einfacher einstechen kannst. Dickere Nadel plagst du dich ein bisschen. Die dürfte noch ein bisschen dünner sein, die Nadel. Immer das rechte Beinchen von jedem V, von jeder Masche. Du kannst dann auch noch zählen die Maschen zur Sicherheit. Das sollten 30 Maschen sein, also die Hälfte der Fersenmaschen haben wir hier. So, das sollte jetzt die letzte. So, und wenn ich jetzt zähle, sollten das 30 Maschen sein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Tatsächlich 30 Maschen. Und das Gleiche, ich hätte ein bisschen weiter stricken sollen, aber macht jetzt nichts. Das Gleiche machst du, du drehst das um, und das Gleiche machst du auf der anderen Seite. Und ich nehme hier auch wieder jeden rechten, jedes rechte Beinchen. Wir haben auch hier noch rechte Maschen darüber gestrickt. Daher sollten sich die auch. Das ist natürlich, ich hätte da jetzt ein bisschen weiter stricken sollen, damit ich da mehr Luft habe, aber egal, ich habe es jetzt so angefangen. Also mache ich das genauso weiter. Ist halt da jetzt ein bisschen eng zwischen den Nadeln, macht aber auch nichts. Ich schaffe das trotzdem.
immer das rechte Beinchen. Und mit dem rechten Daumennagel das ein bisschen festhalten. Schon ein bisschen eng, aber da muss ich jetzt durch. Also strick noch ein paar, wenn du das machst, entweder du machst es ohnehin am Ende, wenn du mit dem Socken fertig bist, oder du strickst da vorher noch, strick da noch ein bisschen mehr, damit es dann nicht so eng an den Nadeln klebt. So, aber es ist schon geschafft, also kein Grund zur Panik. So, und jetzt zählen wir auch hier, sollten auch hier natürlich 30 Maschen sein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Passt perfekt. So, und nun wird der Markierfaden entfernt. Jetzt kann ich wieder ein bisschen zurückgehen. Sehr gerne ein Taschentuch. Jawohl. Den hatte ich innen ja verknotet, damit er uns nicht entwischt. Den kann man jetzt genussvoll abschneiden, den Markierfaden, und mit einer dünnen Nadel rauszupfen, rausdröseln. Ja, das musst du einzeln mehr oder weniger. Wie gesagt, die Baumwolle lässt sich da gut, ja, wenn man sie richtig anfasst, lässt sie sich sehr gut entfernen, wenn man keinen Faden zieht. Du ziehst einfach Masche für Masche, Schlinge für Schlinge ziehst du die da raus. Die Baumwolle hat halt den Vorteil, dass sie sich nicht verhakt mit einem Wollgarn und du sie ziemlich einfach hier rauslösen kannst. Sofern du keine Fäden gespalten hast, wenn dir das passiert ist, ist das auch kein großes Malheur, dann greifst du halt zur Nagelschere und entfernst die ganz vorsichtig, so wie sich die Igel vermehren. Vorsichtig. Du kannst ja natürlich auch schneiden zwischendurch, damit du nicht so viel durchziehen musst. Geht es natürlich leichter, wenn das Ende kürzer ist, klarerweise. Ein bisschen aufdehnen, dann kannst du da besser zugreifen. Zum Fersenloch hast. Aber wie gesagt, ich wollte euch nicht so lange warten lassen auf das Fersenloch-Video. So, gleich haben wir es durch. Wir sind durch. So, alles erledigt. Und ich werde wieder mit, was haben wir da? 3,5. Also mit den Nadeln, mit denen ich auch gestrickt habe, werde ich hier auch
das ist 3,25. Jetzt muss ich dann nur die richtigen. Da haben wir 4. 3,25 ist okay. Jetzt habe ich da lauter 4er-Nadeln liegen. Okay, ich mache das einfach mit den 4er-Nadeln. So, das ist unser Fersenloch. Da brauche ich jetzt noch einen separaten Faden. In Blau. Da muss ich den jetzt von außen nehmen. Ich bin schon noch ein bisschen behindert mit meiner Achillessehne, aber es geht schon. So, da braucht man ja nicht viel Faden, also. Ja, und da kettest du jetzt einfach ab. Das ist alles, was hier passiert. Und also da brauche ich ja nur eine Nadel, also kann ich die 3,5 nehmen. So. Das Abketten ist ganz einfach. Wir wollen elastisch abketten. Das soll an der Ferse, muss das elastisch sein. Das heißt, eine rechts, in die beiden Maschen von links einstechen und rechts verschränkt abstricken und keinen Faden ziehen. Eine rechts, in beide Maschen von links einstechen, rechts verschränkt abstricken. Noch eine rechts, von links einstechen, in beide Maschen rechts verschränkt zusammenstricken. Einmal rechts, mit der linken Nadel von links einstechen, beide Maschen rechts verschränkt abstricken. Das ist eine Bewegung. Eine rechts, von links in beide Maschen einstechen und in der gleichen Bewegung gleich mit der rechten Nadel die beiden Maschen rechts verschränkt zusammenstricken. Rechts, von links in beide Maschen einstechen, die beiden Maschen rechts verschränkt zusammenstricken. So und so weiter rundherum. Das ist es dann auch schon. Und wir haben einen schönen, elastischen Abschluss an unserem, rund um unser Fersenloch. Also das machen wir rundherum. Rundherum um dieses Fersenloch. Ich meine, der Unterschied ist natürlich marginal zu dem anderen. Ich zeige dir gleich den Vergleich. Aber ich sehe schon einen deutlichen, bin ein bisschen pingelig bei manchen Dingen. Eh nur beim Stricken und Häkeln. Sonst ja nicht. Ich finde schon ein deutlicher Unterschied und das sieht mehr sauber aus. Fertig abschneiden, ansehen. So, da ist nun unsere, wir haben hier einen schönen Kettrand beim Abschluss und du siehst, der ist natürlich sehr locker. Das soll er auch sein. Und jetzt zeige ich dir zum Vergleich den, naja, also wie gesagt, der Unterschied ist natürlich marginal, wenn man die beiden vergleicht, aber ich finde trotzdem, das ist halt die korrekte und sehr saubere Methode. Aber du darfst natürlich auch das einfach abketten, elastisch abketten und in der nächsten Runde mit Schlingenanschlag wieder aufnehmen, die Maschen, das ist auch völlig elastisch. Also welche Methode dir einfach mehr Spaß macht, die verwendest du.